Hallo an alle. Ihr schaut den Kanal Unglaubliche Fakten. Große Unternehmen für die Herstellung von militärischer Ausrüstung und Waffen schaffen ständig neue Produkte oder modernisieren alte Entwicklungen, um der Gegenwart gerecht zu werden. Heute setzen wir unsere Videoreihe über neue militärische Entwicklungen fort, die die Art und Weise der Kriegsführung verändern und einen Vorteil auf dem Schlachtfeld bringen werden. Wir werden euch die 10 interessantesten militärischen Entwicklungen vorstellen. MK-44S Bushmaster. Die Bushmaster-Kettenkanone MK-44S ist eine elektrisch betriebene Autokanone, die im Gegensatz zu gasbetriebenen Kanonen keinen Rückstoß benötigt, um die Waffe zu zünden oder Störungen zu beseitigen. Die MK-44S wird von 19 Nationen und 34 Anwendern eingesetzt, darunter die USA, das Vereinigte Königreich, Singapur und Südkorea. Die MK-44S hat eine höhere Feuerkraft als die M242 25mm und verfügt über erhebliche zusätzliche Fähigkeiten wie programmierbare Munition und die Möglichkeit, auf das 40mm Supershot-System aufzurüsten. Jede MK-44S ist mit einem an der Brüstung montierten Zündereinstellgerät ausgestattet, sodass jede Waffenplattform programmierbare Airburst-Munition abfeuern kann, zum Beispiel programmierbare Airburst-Munition zur Unterdrückung von eingegrabenen und befestigten Stellungen und die Annäherungszünder zur Bekämpfung von UAS und Hubschraubern. Die Aufrüstung auf 40mm Supershot erfolgt durch den Austausch von 3 mechanischen Teilen und die Neuprogrammierung des Feuerleitsystems. Diese Aufrüstung bietet eine höhere Feuerkraft, ohne dass eine neue Kanone eingebaut werden muss. M10 Booker. Der M10 Booker, früher bekannt als Mobile Protective Firepower, ist ein neues Kettenkampffahrzeug der US Army, das von dem amerikanischen Unternehmen General Dynamics Land Systems entwickelt wurde, um die Kampffähigkeiten des US Army Infantry Brigade Combat Teams zu verbessern. Die Hauptbewaffnung des M10 Booker besteht aus einer 105mm Kanone auf der Basis des amerikanischen M35 und einem koaxial montierten 7,62 mm Maschinengewehr. Die 105mm Kanone kann panzerbrechende Wurfgeschosse und hochexplosive Geschosse mit einer maximalen Reichweite von 1,8 km bzw. 4 km abfeuern. Das Hauptgeschütz wird manuell geladen, ein 12,7 mm schweres Maschinengewehr ist auf der Kommandantenluke montiert, an der Vorderseite des Turms sind auf jeder Seite 2 Bänke mit je 4 Raufgranatwerfern montiert. Der M10 Booker kann mit einer Höchstgeschwindigkeit von 65 Stundenkilometern fahren und hat eine maximale Reichweite von 305 km. Er kann 24 Stunden lang von der Rampe oder bei der Ankunft in der Abwurfzone betrieben werden. Er kann sich über steile Hügel, Täler, Städte und Flüsse bewegen. Rheinmetall HX3. Der HX3 ist eine neue Generation deutscher schwerer taktischer Militärlastwagen. Er ist ein Produkt von Rheinmetall MAN Military Vehicles. Dieses Joint Venture wird von Rheinmetall und MAN gebildet. Der neue HX3 wurde im Jahr 2021 vorgestellt. Die HX3 LKW verfügen über eine neue integrierte Panzerkabine mit verbesserter Ergonomie und komplett neu gestalteter Innenausstattung. Die modernisierte Kabine bietet verbesserten Schutz gegen Bedrohungen wie Minen, Sprengungen und improvisierte Sprengsätze. Auf dem verstärkten Dach des Fahrzeugs können Waffenstationen mit hochkalibrigen Waffen zur aktiven Selbstverteidigung untergebracht werden. Optional können weitere aktive und passive Schutzsysteme wie das Rheinmetall-Schnellverdeckungssystem ROSY und das sehr kurzreichweitige aktive Abwehrsystem ADS in den LKW eingebaut werden. Die Panzerhaubitze HX10x10 auf LKW-Basis bietet erweiterte Feuerleitfähigkeiten und verbesserte Mobilität bei taktischen und strategischen Einsätzen. Die Haubitze mit der neu entwickelten Artillerie-LKW-Schnittstelle kann als Standardbasis für verschiedene Artilleriesysteme dienen. Der HX3 hat ein Gesamtgewicht zwischen 38 und 50 Tonnen. Er bietet Platz für 3 Insassen. Caracal. Der Caracal ist ein leichtes luftgestütztes 4x4-Fahrzeug, das vom deutschen Rüstungskonzern Rheinmetall in Zusammenarbeit mit Mercedes-Benz und Armored Car System entwickelt wurde. Das Fahrzeug wurde auf der Messe Eurosatory 2022 in Paris im Juni 2022 vorgestellt. Das Fahrzeug basiert auf dem militärischen Serienfahrgestell der neuesten Generation der G-Klasse 464 von Mercedes-Benz, um eine bewährte technische ausgereifte Plattform zu gewährleisten, die den Streitkräften während der gesamten 20-jährigen Nutzungsdauer des Fahrzeugs wichtige logistische Unterstützung bietet. Das fortschrittliche Fahrgestell der G-Klasse wird auch unter schwierigsten Bedingungen ein Höchstmaß an Mobilität gewährleisten. Die Nutzlastkapazität des Fahrzeugs beträgt bis zu 2000 Kilogramm.
Das Fahrzeug verfügt über optional montierbare ballistische Schutz- und Minenschutzelemente. Es kann mit Standard-Infanteriewaffen und Panzerabwehr-Lenkwaffen auf einer Ringlafette ausgerüstet werden. Das Luftangriffsfahrzeug Caracal kann auf der Straße eine Höchstgeschwindigkeit von 130 Stundenkilometern erreichen. Es kann Steigungen von 60% und seitliche Abhänge von 30% mit einer Steigfähigkeit von 0,33 Metern überwinden. Saab Gripen E. Der Saab JAS 39 Gripen E ist die modernste Entwicklungsversion der beliebten schwedischen Mehrzweck-Kampfflugzeuge des Luftfahrtunternehmens SAAB. Die Abkürzung JAS wurde aus schwedischen Wörtern gebildet, die bedeuten Jagd, Jagd, Attack, Angriff, Spaning, Aufklären. Der Gripen ist ein leistungsstarkes Mehrzweckflugzeug, das alle diese Aufgaben erfüllen kann. Die E-Version wurde für die Bedürfnisse der schwedischen und brasilianischen Luftstreitkräfte entwickelt. Das Flugzeug wurde leicht verlängert, seine Spannweite und sein Gewicht wurden ebenfalls erhöht. Die Konstrukteure sprechen auch von revolutionären Änderungen in der Avionik, einer Steigerung der Triebwerksleistung um 22% und einer auf 4075 Kilometer erweiterten Reichweite. Der Gripen E verfügt über 10 Hardpoints, bietet die besten Waffen und Pods aus der ganzen Welt und hat eine konkurrenzlos einfache Integration von Stores. Der Gripen E kann Luft-Luft-, Luft-Boden- und Aufklärungseinsätze durchführen. Die Luftüberlegenheit wird durch die Mitführung von bis zu 7 Meteor Beyond Visual Range Air-to-Air Missiles und 2 Within Visual Range IRIS-T Missiles erreicht. Waffen wie diese, kombiniert mit der Fähigkeit, offensive und defensive Mittel gleichzeitig einzusetzen, ermöglichen es dem Gripen E, Ziele effektiv zu erkennen, zu bekämpfen und zu unterdrücken oder zu zerstören. Treva 30. Der Treva 30 ist ein Spezialfahrzeug, das für die Bergung gestrandeter Ausrüstung und anderer Gegenstände, deren Handhabung, den Abtransport beschädigter Ausrüstung, Evakuierungs- und Rettungsarbeiten, Kranarbeiten, technische Geländeveränderungen und die Beseitigung von Hindernissen für die Bedürfnisse der Bergungs- und Rettungsarbeiten konzipiert ist. Es wurde von der tschechischen Firma Excalibur Army entwickelt. Der Treva 30 basiert auf dem Fahrgestell der Modellreihe Tatra Force 8x8. Das Fahrgestell ermöglicht es dem Fahrzeug, vertikale Hindernisse bis zu einer Höhe von 0,4 Metern zu überwinden, Gräben mit einer Breite von 2 Metern zu überqueren und Wasserhindernisse ohne Vorbereitung bis zu einer Tiefe von 1,2 Metern mit Vorbereitung bis zu 1,5 Metern zu durchwaten. Das Fahrzeug ist mit einer Winde mit einer Grundzugkraft von 25 Tonnen und einem 2-Rollen-Kran mit einer Hubkapazität von 30 Tonnen ausgestattet. Der Kran kann allein und zum Zweck der Befreiung mit Mehrpunktbergung oder der Bergung über ein Hindernis eingesetzt werden. Mithilfe einer am Heck des Fahrzeugs angebrachten Hydraulikgabel können Autos, gepanzerte Radfahrzeuge und andere Ausrüstungen bewegt werden. Atmos. Das modulare Artilleriesystem Atmos ist eine kampferprobte Haubitze auf Rädern, die alle NATO-zertifizierten 155mm Geschosse verschießen kann und mit Standardgeschossen eine effektive Reichweite von über 40 km und mit raketengestützten Geschossen eine größere Reichweite hat. Die Atmos ist für die schnelle Verlegung und den schnellen Einsatz konzipiert und ermöglicht die Bereitstellung von Feuerunterstützung für ein breites Spektrum von Missionen. Die Haubitze wurde von dem israelischen Unternehmen Elbit Systems entwickelt. Die Artillerieeinheit der Panzerhaubitzensystems ist eine Soltam Athos 2052 Haubitze. Die angegebene Schussweite beträgt bei konventionellen Geschossen 30 km und bei raketengestützten Geschossen 41 km. Die Feuerrate beträgt 4 bis 9 Schuss pro Minute. Die transportable Munition besteht aus 32 Granaten. Die Panzerhaubitze ist mit einem Bordcomputer, einem Radar für die Anfangsgeschwindigkeit der Rakete und einem Trägheits- und Satellitennavigationssystem ausgestattet. Dadurch kann jede Haubitze autonom arbeiten. Baobab K. Baobab K ist ein neues automatisches Minenverlegesystem, das vom polnischen Verteidigungsunternehmen HSW und seinen Partnern entwickelt wurde. Mit dem System können verstreute Panzerabwehrminenfelder unterschiedlicher Größe, Dichte und Selbstverstörungszeit angelegt werden. Der Baobab K ist ein auf dem LKW montiertes Minenverlegesystem, das von einer Bodenkontrollstation aus gesteuert werden kann. Seine Konstruktion basiert auf einem Jelcz 8x8 LKW Fahrgestell, das sich durch hohe Mobilität und Nutzlast auszeichnet. Das Fahrzeug kann mit 6 Werfern, Minenwerfern, ausgestattet werden, die programmierbare Panzerabwehrminen MN1231 und MN1232 der Firma Belma tragen können. Ein Kran kann zum Be- und Entladen der Minenwerfer auf dem Munitionsfahrzeug verwendet werden.
In einer Minenkassette sind 5 Panzerabwehrminen untergebracht, während jeder Werfer mit 20 Kassetten bestückt werden kann, sodass jedes Fahrzeug bis zu 600 Minen aufnehmen kann. Das System kann mit 8 81mm Rauchgranatwerfern ausgerüstet werden. Das Minenverlegesystem ist für den Einsatz durch technische Untereinheiten der Streitkräfte auf taktischer Ebene konzipiert und kann zur Zerstörung gepanzerter Fahrzeuge und anderer Fahrzeuge eingesetzt werden. Kizilelma. Bayraktar Kizilelma ist eine Überschall-Tarnkappendrohne, die von der türkischen Verteidigungsfirma Baykar entwickelt wurde. Die Drohne hat ein maximales Startgewicht von etwa 6 Tonnen, wovon mehr als 1,5 Tonnen auf die Nutzlast entfallen und ist mit einem Turbotriebwerk ausgestattet. Die Höchstgeschwindigkeit der Drohne liegt bei 800 Stundenkilometer, die maximale Flugdauer bei bis zu 5 Stunden. Zuvor hatte Baykar einen Vertrag mit Ivtchenko Progress, einem führenden ukrainischen Hersteller von Flugzeugtriebwerken, unterzeichnet. Den Entwicklern zufolge kann Kizilelma auf Schiffen mit kurzen Start- und Landebahnen landen und starten, zum Beispiel vom Deck eines leichten Flugzeugträgers. Laut Baykar wird die Drohne dank ihrer geringen Radarabdeckung die schwierigsten Aufgaben erfolgreich bewältigen und auch in der Lage sein, Luft-Luft-Kämpfe ähnlich wie bemannte Kampfflugzeuge mit aggressiven Manövern durchzuführen. Themis, Tracked Hybrid Modular Infantry System, ist ein unbemanntes Mehrzweck-Bodenfahrzeug, das von Milrim Robotics, einem in Estland ansässigen Entwickler von Robotik und autonomen Systemen, mit Unterstützung des estnischen Verteidigungsministeriums entwickelt wurde. Das unbemannte Bodenfahrzeug Themis basiert auf einem Raupenfahrgestell mit 2 Raupenfahrwerken, die durch einen großen zentralen Schacht verbunden sind. Seine kompakte Größe und sein modularer Aufbau tragen dazu bei, die Kosten für das Lebenszyklusmanagement zu senken und die Wartungsarbeiten zu vereinfachen. Das UGV hat ein Leergewicht von 850 kg und kann eine Nutzlast von 750 kg tragen. Die zentrale Ladebucht ist so konzipiert, dass sie je nach den betrieblichen Erfordernissen verschiedene Missionsausrüstungen wie Fracht, Schleppausrüstung, unbemannte Luftfahrzeuge und Waffensysteme aufnehmen kann. Das Themis Mehrzweck-Infanteriesystem kann mit Waffen wie Panzerabwehrraketen, Maschinengewehren und einer ferngesteuerten Waffenstation zur Bekämpfung leicht gepanzerter Fahrzeuge ausgerüstet werden. Die Themis-Variante ADA ist mit dem von ST Kinetics entwickelten ADA-RCWS ausgestattet. Die ADA-Waffenstation ist unter anderem mit einem 7,62 mm Allzweckmaschinengewehr, einem 12,7 mm Maschinengewehr, einem automatischen 40 mm Granatwerfer und einem CIS 50mg Maschinengewehr kompatibel. Das war's, Freunde. Danke fürs Zuschauen. Schreibt in die Kommentare, welcher der Entwicklungen euch am besten gefallen hat. Klickt außerdem auf den Gefällt mir-Button und abonniert unseren Kanal, damit ihr keine neuen interessanten Videos mehr verpasst.